Hallo und Servus aus Tirol und herzlich willkommen zu meiner heutigen Dokumentation, in der es um die schönsten und seltensten Varianten des Hausrindes geht, die man im Alpenraum antreffen kann. Mein Name ist Robert Höck. Ich war in den letzten Jahren viel im gesamten Alpenraum unterwegs und so sind mir natürlich zahlreiche ungewöhnliche Rinder begegnet. Wobei, so natürlich ist das eigentlich gar nicht, denn heute ist es ja so, dass die Landwirtschaft von ein paar wenigen Rassen dominiert wird. Und so ist es eigentlich nicht selbstverständlich, dass man seltene Rinder wie das schwarze Pinzgauer, die rote Sprinze oder das weiße Wipptaler Graufi noch antreffen kann. Wenn man den Rassebegriff jetzt mal hernimmt, so konnte man bei Rindern in früheren Jahrhunderten oft nicht wirklich von einer Rasse im heutigen Sinn sprechen. Heute kann man ja ganz klar die Rinder voneinander abgrenzen. Man weiß, das ist jetzt eine Pinzgauer, das ist eine Simmentaler, das ist eine Holstein. Früher war das alles nicht so klar definiert. Es waren einfach andere Zeiten und man selektierte die Rinder nicht so streng. In vielen Regionen wurden die unterschiedlichsten Typen in einer Herde gezüchtet und viele lokale Varianten starben aus und wurden wieder durch neue ersetzt. Und das war irgendwie so eine Dynamik, hinter der nichts Bewusstes steckte, sondern es war einfach ganz normal, dass sich die Rinder in der Landwirtschaft immer wieder anpassten und veränderten. Heute gibt es diese Dynamik nicht mehr. Die moderne Landwirtschaft forciert 2, 3 erfolgreiche Rinderrassen, die es überall gibt, und die ganzen alten Rassen und Schläge sterben einfach aus und zum Teil wird auch nichts dagegen gemacht. Wenn man jetzt zum Beispiel mal das Braunvieh nimmt. Das Braunvieh war viele Jahrhunderte lang eine der besten Rinderrassen des gesamten Alpenraumes. Man fand es nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Allgäu, in Vorarlberg, in Tirol, in Norditalien und in ein paar anderen Regionen. Wenn jetzt eine alte Rasse ein so großes Verbreitungsgebiet hat, dann ist es früher nicht ausgeblieben, dass sich lokale Varianten gebildet haben. Beim Braunvieh kannte man früher Dutzende solcher Varianten. Heute ist das Braunvieh eine sehr einheitliche Rasse, weil man die amerikanische Rasse Brown Swiss eingekreuzt hat, um die Milchleistung zu verbessern. Die ganzen Braunviehkühe gleichen sich heute weitgehend und von den alten Schlägen ist kaum noch etwas zu finden. Ich war in der Schweiz und konnte dort aber noch 2 der alten Varianten ausfindig machen. Das Blüren-Braunvieh und das Gurten-Braunvieh. Warum diese beiden Varianten etwas so Besonderes sind und was die Leute auch früher an diesen beiden Varianten fasziniert hat, das erzähle ich euch jetzt in den folgenden Minuten. Obwohl das Braunvieh ursprünglich eine Zweinutzungsrasse war, zeichnete sich schon in vergangenen Jahrhunderten deutlich ab, dass diese Rasse einmal in der Milchwirtschaft Karriere machen würde. Vor allem das Schweizer Braunvieh hatte schon immer einen guten Ruf und wurde bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts wegen seiner formschönen Erscheinung und einer herausragend guten Lebensleistung gelobt. Mit Lebensleistung ist die Milchmenge gemeint, die eine Kuh im Laufe ihres gesamten Lebens produziert. Heute spielt die Lebensleistung in der Milchwirtschaft kaum noch eine Rolle, weil unsere durchgezüchteten Kühe nur noch wenige Jahre alt werden. Sie müssen während ihres kurzen Lebens ein Vielfaches von dem produzieren, was eine Kuh eigentlich im Laufe eines normalerweise deutlich mehr als 10 Jahre andauernden Lebens an Milch geben würde. Wie dem auch sei, jedenfalls ist es nicht ausgeblieben, dass eine so viel gelobte Rasse wie das damalige Braunvieh auch nach Amerika gelangte. Dort hat man das Schweizer Braunvieh zu einer absoluten Hochleistungsrasse weiterentwickelt, die nur noch streng auf die Milchleistung selektiert wurde. Diese neue Rasse nannte man dann Brown Swiss. Die Braunviehzüchter in Europa holten sich dann schließlich auch die Genetik der amerikanischen Brown Swiss Tiere wieder zurück nach Europa und kreuzten sie in ihre Original Braunvieh Tiere ein. Exemplare im alten Zweinutzungstyp, wie diese vergleichsweise kleine Kuh, die auf einer Tiroler Alm den Sommer genießt, sind heute selten geworden. Das ursprüngliche Braunvieh war ein wunderschönes Rind. Neben dem schwarzen Maul mit heller Säumung
erfreut es den Betrachter vor allem mit seinen formschönen Hörnern, die schwarz-weiß sind und hübsch geschwungen. Nicht zuletzt das prächtige und für Kuhverhältnisse fast vornehm wirkende Aussehen des Braunviehs ist dafür verantwortlich, dass die Braunviehzüchter schon immer sehr stolz auf ihre Kühe waren. Seit aber fast alle Bestände mit Brown Swiss verkreuzt sind, hat dieser Stolz ein wenig nachgelassen, denn die Tiere sind dadurch nicht nur empfindlicher geworden, sondern litten in den letzten Jahrzehnten auch immer stärker unter Erbkrankheiten, aufgrund des schmäleren Genpools. Zum Glück gibt es aber auch noch Züchter, die sich auf das Ursprüngliche besinnen. Jetzt zu sehen ist ein sogenanntes Gurtenbraunvieh, bei dem in der Körpermitte ein breites, weißes und somit pigmentfreies Band verläuft. Die Kuh sieht dadurch aus, als wäre sie in drei Drittel aufgeteilt. Gurtenbraunvieh findet man heute noch vor allem in der Appenzeller Region. Im Appenzellerland haben sie bereits seit langer Zeit Tradition. So war es früher üblich, dass ein Bauer sich darum bemühte, eine Gurtenkuh in seinem Braunviehbestand zu haben, denn Gurtenkühe brachten Glück und Wohlstand, sowohl auf der Alm als auch für den Hof im Tal. Wer eine Gurtenkuh in seinem Stall hatte, brauchte weder Hungersnöte noch Seuchen beim Vieh zu fürchten. Trotz ihres guten Rufes kam diese besondere Variante des Braunviehs im Laufe des 20. Jahrhunderts arg in Bedrängnis und es ist ein Wunder, dass sie heute nicht ausgestorben ist. Etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts hin, also genau zu der Zeit, als auch das amerikanische Brown Swiss verstärkt in den Bestand eingekreuzt wurde, hatten die Zuchtverbände nur noch ein Ziel. Man wollte das Braunvieh im gesamten Zuchtgebiet zu einer im Aussehen und in der Milchleistung einheitlichen Rasse machen. Alle lokalen Varianten und Schläge sollten im modernen Braunvieh aufgehen und so über kurz oder lang aus dem Genpool verschwinden. Auch das Gurtenvieh wurde kurzerhand nicht mehr von den Zuchtverbänden anerkannt. Dass es heute noch einige Tiere gibt, liegt an ein paar sturen Appenzeller Bauern, die trotzdem diesen Farbschlag weiter vermehrten, vor allem über die Mutterlinien, denn Gurtenstiere waren ebenfalls ein No-Go. Hier zu sehen ist jetzt ein weiterer besonderer Farbschlag des Braunviehs, das sogenannte Blüren-Braunvieh. Beim Blüren-Braunvieh gibt es eine ähnliche Farbzeichnung wie beim Pinzgauerrind. Der Körper wirkt weiß eingerahmt. Die Zonen zwischen dem pigmentierten und unpigmentierten Bereich sind spritzerartig aufgelockert, sodass die Kühe wirken, als hätte sie ein Maler mit einem Pinsel bemalt. Interessanterweise sehen Kühe, die das Gen von beiden Eltern bekommen, anders aus als solche Kühe, die das Blurmgen zum Beispiel nur von mütterlicher Seite vererbt bekommen haben. Sowohl das Gurtenvieh als auch das Blüren-Braunvieh werden heute wieder in der Zucht des Originalbraunviehs anerkannt und auch Stiere werden wieder aufgestellt. Trotzdem sind die Bestände ausgesprochen gering und es bleibt abzuwarten, ob die beiden Varianten des Braunviehs sich auch in Zukunft noch halten können. Die jetzt zu sehende Blüren-Kuh ist wirklich bildschön und zeigt auch gut die sogenannte Schneeflockenzeichnung im Gesicht. Bei manchen Almabtrieben wird die Herde heute wieder wie früher von einer Blüren-Kuh angeführt. Es ist schön, wenn alte Traditionen am Leben bleiben, besonders wenn sie mit unserem lieben Vieh zusammenhängen. Noch seltener als reine Gurten- und reine Blüren-Braunviehkühe sind Kühe, die sowohl das Gurten- als auch das Blüren-Gen zeigen, wie die jetzt zu sehenden Exemplare. Sie sind dann wohl doppelte Glückspilze und bringen vielleicht auch das doppelte Glück für den Halter. Wer weiß. Ja, das schöne Braunvieh war vor allem typisch für die zentralen Regionen des Alpenraumes. Im östlichen Teil der Alpen war früher eine andere Rasse vorherrschend. Das Pinzgauerrind. Pinzgauerrinder stammen zwar aus der Salzburger Region des Pinzgaus, wurden aber auch in Bayern, in Tirol und in einigen anderen Regionen gezüchtet. Heute nehmen die Bestände des Pinzgauerrindes stark ab, doch sie sind noch nicht unmittelbar vor dem Aussterben.
Wirklich bedroht sind zwei Varianten des Pinzgauer Rindes, von denen sich eine Jochberger Hummel nennt und oft wie eine eigene Rasse behandelt wird und die andere sich vor allem durch ihre Farbgebung von dem normalen Pinzgauer Rind unterscheidet. Aber seht selbst! Global betrachtet ist das Pinzgauer Rind heute eine durchaus erfolgreiche Rasse. Man schätzt, dass weltweit ca. 2 Millionen Pinzgauer gezüchtet werden, so zum Beispiel in Afrika, in Amerika und in Australien, wo sie als Pinzgau-Kettel bekannt sind. Für die Erhaltungszucht der Original-Pinzgauer Rinder aus Österreich spielen die fremdländischen Populationen allerdings keine Rolle, denn sie haben sich in ihrer neuen Heimat bereits an veränderte Klimabedingungen angepasst und wurden zudem fast überall auf hohen Fleischertrag gezüchtet. Das eigentliche Pinzgauer Rind ist aber eine Dreinutzungsrasse und hat sich über viele Generationen hinweg an die rauen Bedingungen des Alpenraumes angepasst. Nur wenn es auch weiterhin in seiner Heimat gezüchtet wird, bleiben Wetterhärte, Trittsicherheit und die guten Instinkte für das Leben auf der Alm auch in Zukunft rassetypische Eigenschaften. Leider sind die Bestände im Alpenraum aber in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Vielen Bauern ist die Milchleistung der alten Rasse schlichtweg zu gering geworden, sodass sie häufig entweder auf das Fleckvieh umgestellt haben oder ihre Pinzgauer aber stark mit der Hochleistungsrasse Red Holstein verkreuzt haben. Die Kreuzungsprodukte verlieren selbstredend alle rassetypischen Merkmale mit der Zeit. Auch wenn die Bestandszahlen beim Pinzgauer Rind einen deutlichen Abwärtstrend zeigen, steht die Rasse nicht kurz vor dem Aussterben. Wirklich selten sind zwei Varianten des Pinzgauer Rindes geworden. Die eine davon nennt sich Jochberger Hummel und ist jetzt zu sehen. Jochberger Hummeln stammen aus der Region Kitzbühel und sind dadurch charakterisiert, dass sie genetisch hornlos sind. Hornlose Pinzgauer kennt man in der Kitzbüheler Region bereits seit mehr als 100 Jahren. Als Hummeln bezeichnete man früher Kühe, denen keine Hörner wuchsen. Daher der Name Jochberger Hummeln. Naja, und Jochberg war das Dorf, in dem die Rasse zuerst gezüchtet wurde. Heute werden die meisten Kühe in der modernen Landwirtschaft enthornt. Diese Prozedur, die bei den ganz jungen Kälbern vorgenommen wird, wird immer wieder von Tierschützern heftig kritisiert. Ich enthalte mich dazu eines Kommentares, möchte aber sagen, dass die Jochberger Hummeln eine gute Chance für die Zukunft bringen würden, weil man bei diesen Rindern sich das Enthornen sparen könnte. Hier ist jetzt die zweite besondere Variante des Pinzgauer Rindes links zu sehen, die sogenannte schwarze Pinzgauer. Schwarze Tiere traten bei den Pinzgauern schon immer gelegentlich auf. Angeblich soll es früher sogar Regionen gegeben haben, in denen schwarze Pinzgauer häufiger als die rote Variante anzutreffen waren. Wie beim Blüren und beim Gurtenvieh in der Schweiz galten auch die schwarzen Pinzgauer früher mancherorts als Glücksbringer. Als ich vor mehr als 10 Jahren eine Landwirtschaftsschule besuchte, haben wir Schüler damals im Unterricht noch gelernt, dass man die schwarzen Pinzgauer aus der Zucht aussondern muss, weil sie nicht dem Standard entsprechen würden. Abgesehen davon wurde uns an dieser Schule auch gezeigt, wie wichtig es wäre, dass man Red Holstein einkreuzt. Ich bin froh, dass sich das inzwischen so stark geändert hat, denn ich kenne nun einige Züchter, die wieder stolz auf ihre schwarzen Pinzgauer sind. Ja, wie ich gerade berichtet habe, waren beim Pinzgauer Rind die schwarzen Tiere in der Zucht unerwünscht. Bei einer nahe verwandten Rasse aus Südtirol war es genau umgekehrt. In Südtirol züchtet man traditionell die Bustertaler Sprinzen, die es ebenfalls in Rot und in Schwarz gibt. Um die Bustertaler Sprinzen von den Pinzgauern besser abgrenzen zu können, schloss man allerdings bei dieser Rasse die roten Tiere aus der Zucht aus und wollte vor allem die schwarzen haben.
Mit ihrem spritzerartig gezeichneten Fell muss man wirklich sagen, dass die Pustertaler Sprinzen eine schöne Rasse sind. Noch vor 100 Jahren gehörten sie zu den besten Zweinutzungsrassen des gesamten Alpenraumes. Man schätzte die verglichen mit anderen alpinen Rassen recht schweren Tiere sowohl wegen ihrer guten Mastfähigkeit als auch wegen der für damalige Verhältnisse außerordentlich guten Milchleistung. Trotzdem konnte es passieren, dass diese Südtiroler Rasse im Laufe des 20. Jahrhunderts so stark zurückging, dass sie schließlich gegen Ende des Jahrhunderts nur noch in letzter Minute vor dem Aussterben bewahrt werden konnte. Aus heutiger Sicht gibt es dafür zwei Hauptgründe. Einen entscheidenden Grund für den Rückgang der Rasse sollen angeblich die sogenannten Abmelkbetriebe darstellen, die es einst am Stadtrand von Wien zahlreich gab. Diese Abmelkbetriebe bezahlten seinerzeit für Sprinzenkühe besonders viel Geld, weil diese Rasse zuerst viel Milch und am Ende der Laktionsperiode dann auch noch viel Fleisch für die hungrige Stadtbevölkerung lieferte. Gezüchtet wurde in Abmelkbetrieben nicht und somit war das Ganze ein Teufelskreislauf. Viele Bauern verkauften aufgrund des guten Profites ausgerechnet ihre besten Kühe nach Wien. Eine Zeit lang nannte man die Pustertaler Sprinzen deshalb in Südtirol sogar Wiener Kühe. Für die Zucht der Rasse war das Ganze fatal. Die verbliebenen Zuchttiere waren oft von schlechterer Qualität und wurden deshalb von den Bauern häufig durch andere Rassen ersetzt. Richtig problematisch wurde es für die Rasse dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Südtirol gehörte jetzt nicht mehr zu Österreich, sondern fiel an Italien, und der italienische Staat förderte die Zucht der Pustertaler Sprinzen fortan nicht mehr. Nach und nach stellten darum immer mehr Bauern auf Braunvieh oder Pinzgauer um. Die wenigen verbliebenen Züchter züchteten außerdem fast nur noch Tiere des schwarzen Farbschlages. Schon zuvor hatte man die roten Tiere nicht mehr so gerne im Bestand gesehen. Man wollte, dass sich die Rasse optisch stärker von den Pinzgauer Rindern unterschied und schloss die roten Tiere deshalb zunehmend aus der Zucht aus. Die Erhaltungszucht für die seltene Rasse begann, wie schon gesagt, in allerletzter Minute, und zwar in den 80ern. Heute können die Pustertaler Sprinzen von Jahr zu Jahr wieder mehr Züchter für sich begeistern und werden vor allem in der Mutterkuhhaltung eingesetzt. Noch immer sind die roten Tiere den schwarzen aber zahlenmäßig deutlich unterlegen und einige Tiere stehen farblich sogar zwischen den beiden ursprünglichen Farbschlägen. Pinzgauer und Sprinzen sind nicht die einzigen Rinder des Alpenraumes, von denen man eine schwarze und eine rote Variante kennt. Auch beim Dux-Zillertaler Rind ist das der Fall. Das Dux-Zillertaler Rind ist ein gutes Beispiel dafür, wie schlimm es kommen kann, wenn moderne Rassen alte Rassen verdrängen. Denn das Dux-Zillertaler Rind sollte es in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr geben. Es galt im Grunde genommen schon als ausgestorben. Ursprünglich handelt es sich dabei um zwei verschiedene Rassen. Man unterschied zwischen den roten Zillertalern und den schwarzen Duxern. Beide hatten ihre Blütezeit im 18. und im 19. Jahrhundert. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden sie so sehr von der Verdrängungskreuzung verdrängt, dass sie so gut wie fort waren. Man hat dann doch noch ein paar rassetypische Tiere beider Schläge entdeckt und damit diese dann nicht doch noch durch den genetischen Engpass ausstarben, entschloss man sich dann dazu, sie zum Dux-Zillertaler Rind zusammenzufassen. Heute geht es der Rasse wieder zunehmend besser. Es gibt immer mehr Züchter, auch außerhalb des Tiroler Zillertales, die wieder das Dux-Zillertaler Rind züchten. Allerdings vermischen sich die beiden Varianten immer mehr und die meisten Tiere stehen farblich jetzt zwischen Schwarz und Rot. Dennoch gibt es auch noch von den Zillertalern und von den Duxern rassetypische Exemplare, die allerdings sehr selten sind. Ich möchte euch hier ein paar davon zeigen.
Während die Bustertaler Sprinzen vor 100 Jahren eine sehr leistungsstarke Rasse der Tiroler Region waren und deshalb eigentlich nicht verschwinden hätten sollen, war der Niedergang des Dux Zillertaler Rindes irgendwie vorhersehbar. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts genügte die Rasse kaum noch den Ansprüchen der Landwirtschaft. Die Milchleistung war nicht sonderlich gut und die geringe Körpergröße ließ weder hohe Erträge in der Fleischproduktion zu, noch erlaubte sie die Zucht kräftiger Zugochsen, die damals noch recht lohnenswert gewesen wäre. Während die meisten Rinder der damaligen Zeit Zweinutzungs- oder Dreinutzungsrassen waren, handelte es sich beim Dux Zillertaler Rind gewissermaßen um eine Viernutzungsrasse. Nur bei der Ausübung ihres recht speziellen vierten Nutzens waren die Rinder aus dem Zillertal anderen Rassen deutlich überlegen. Die Rede ist von der Kampfbereitschaft dieser Rasse. Traditionell wurden sowohl die roten Zillertaler als auch die schwarzen Duxer Rinder mit Begeisterung für Kuhkämpfe eingesetzt. Bei Kuhkämpfen zählte Flinkheit, Stärke, ein massiger Körper und ein gewisser Schneid, den die Dux Zillertaler Rinder auf jeden Fall haben. Kühe, die zu solchen Kuhstechen gehen sollten, wurden häufig schon Monate vor dem Kampf nicht gemolken, damit sie ihre Kräfte für den Kampf sammeln konnten. Die Gewinnerin solcher Kämpfe nannte man Mohrin und sie brachte ihrem Besitzer viel Ehre. Im Laufe des 20. Jahrhunderts verloren diese Kuhkämpfe aber immer mehr an Bedeutung und viele Bauern wollten die Rasse nicht mehr züchten, sie wendeten sich leistungsstärkeren Rassen zu. In den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war der Zusammenbruch der Rasse so weit fortgeschritten, dass man nur noch ein paar klägliche Restbestände kannte. Die Erhaltungszucht begann dann erst in den 70er Jahren, auf private Initiative hin. Lediglich drei rassetypische Kühe waren noch vorhanden, die Rasse war sozusagen ausgestorben. Man brachte diese Kühe dann in den Salzburger Tiergarten, wo sie mit Stieren der nahe verwandten Ähringer Rasse besamt wurden. Die Ähringer kommen aus der Schweiz und man vermutet, dass sie die Ahnen des Dux Zillertaler Rindes sind. Auch in der Zucht der Ähringer Rinder werden traditionell Kuhkämpfe veranstaltet. Wahrscheinlich haben Walser Siedler ihre Ähringer Rinder ins Zillertal gebracht, wo daraus damals die roten Duxer und die schwarzen Zillertaler, nein umgekehrt war es, entstanden sind. Aber wie dem auch sei, ohne die Einkreuzungen der Ähringer Rinder gäbe es heute kein Dux Zillertaler Rind mehr. Die Rasse wäre ausgestorben. Heute findet man Dux Zillertaler Rinder vor allem in der Mutterkuhhaltung. Sie sind ausgesprochen robust und man hat den Wert ihrer ursprünglichen Eigenschaften erkannt. Die Muttereigenschaften von Dux Zillertaler Kühen sind ganz hervorragend, denn die Instinkte sind bei dieser Rasse noch gut erhalten geblieben. Die Milchleistung reicht genau dafür aus, ein Kalb großzuziehen. Wegen ihrer außerordentlichen Robustheit eignen sich die Kühe gut für die Offenstallhaltung und können auch im Winter mit kalten Temperaturen gut zurechtkommen. Auf der Alm sind die Dux Zillertaler Rinder anderen Rassen weit überlegen. Häufig führen sie die Herden an und können sich auch gegenüber größeren Rassen als Leittiere behaupten. Interessant ist, dass manche Dux Zillertaler Rinder optisch dem ausgestorbenen Auerochsen stark ähnlich sind. Die Fellfarbe, die sich im Laufe des Lebens verändert, ist zum Beispiel ein solches primitives Merkmal. Hier zu sehen ist jetzt ein Heckrind, das als Rückzüchtung des Auerochsen gilt und sich gut für einen direkten Vergleich eignet. Dux Zillertaler Rinder können sehr alt werden. Immer wieder wurde früher von Kühen berichtet, die 20 Jahre alt wurden. Wenn ihr dachtet, dass die Rinder, die ich euch bisher vorgestellt habe, selten sind,
dann müsst ihr euch das reinziehen, was ich euch jetzt zeige. Das weiße Wipptalervieh. Das weiße Wipptalervieh ist eine Variante des Tiroler Graufiehs. Das Graufieh an sich ist zwar keine ungewöhnlich häufige Rasse, aber auch nicht stark in seinem Bestand bedroht. Ursprünglich war es im ganzen Alpenraum verbreitet. Heute wurde es von den Hochleistungsrassen in die Seitentäler des Inntals zurückgedrängt. Trotzdem gibt es noch viele Bauern, die die Rasse züchten, weil sie zum Beispiel sehr widerstandsfähig gegenüber Krankheiten ist und trotz ihrer geringen Körpergröße eine erstaunliche Milchmenge liefert. Mir persönlich gefällt das Graufieh sehr gut, weil es noch sehr ursprünglich wirkt. Es hat dieses schwarze Maul mit dem hellen Saum und es zeigt einen Farbwechsel, der dem des Auerochsen noch sehr ähnlich ist. Die Kälber werden hell geboren und bekommen erst später ihre dunklere Färbung. Aufgrund des großen Verbreitungsgebietes unterschied man beim Graufieh früher zahlreiche lokale Varianten. Im 20. Jahrhundert fasste man diese dann alle zusammen und verfolgte ein einheitliches Zuchtziel. Das war das Ende für die Vielfalt der Varianten. So ging es auch dem weißen Wipptalervieh. Das weiße Wipptalervieh wurde einfach in das Graufieh integriert und es gab keine weißen Stiere mehr für die Zucht. Schon seit vielen Jahrzehnten ist es eigentlich offiziell ausgestorben. Komisch nur, dass ich dann trotzdem, als ich im Wipptal unterwegs war, noch rassetypische Tiere ausfindig machen konnte. Warum diese bis heute überleben konnten und warum es total wichtig wäre, dass man endlich auch von staatlicher Seite her den Fortbestand des weißen Wipptalervies fördern würde, das berichte ich euch jetzt. Das Graufieh passt in die Berge wie die Faust aufs Auge, könnte man sagen. Die schöne alte Rasse hat immer etwas Uriges für mich. Und tatsächlich ist sie auch uralt. Rinder im Typ des Graufiehs gab es früher im gesamten Alpenraum. Heute ist sein Verbreitungsgebiet vor allem auf Restpopulationen beschränkt. Besonders viel Boden hat es im 20. Jahrhundert verloren. Andere größere Rassen haben es fast überall verdrängt. Ich selber kann mich noch gut daran erinnern, dass bei uns im Dorf vor allem Braunvieh und Fleckvieh gezüchtet wurde, als ich ein kleiner Bub war. Nur ein einziger Bauer hatte damals noch Graufieh und als auch er seine Kühe schließlich verkaufte, war ich sehr traurig. Mir blieben diese Kühe jahrelang in Erinnerung, weil sie ein so hübsches Gesicht hatten. Später als junger Erwachsener fand ich dann wieder Graufiehkühe und war sofort wieder Feuer und Flamme für diese Rasse. Bei dieser Herde, die ich im Tiroler Kühtal gefilmt habe, sieht man jetzt gut die Farbunterschiede zwischen den Jungtieren und den erwachsenen Graufiehkühen. Graufiehkälber werden immer ganz hell geboren. Die Kinderzeit vergeht bei Kühen schnell. Schon nach wenigen Monaten haben die Graufiehkälber dieselbe Färbung wie die erwachsenen Tiere angenommen. Doch nicht nur das Äußere des Graufiehs ist interessant, auch seine inneren Werte sind beachtlich. Durch seine enorme Ursprünglichkeit hat es sich eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten bewahren können. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es zum Beispiel schlimme Viehseuchen, die in Tirol viele Rinder dahinrafften. Bauern, die Graufieh züchteten, hatten kaum Verluste in ihren Herden zu verbuchen. Absolut überdurchschnittlich ist auch die Angepasstheit des Graufiehs an kalte und raue Bedingungen, wie sie oft im Hochgebirge herrschen. Das macht das Graufieh ideal für ein ehrgeiziges Projekt, das man in Tirol vor ein paar Jahren gestartet hat. Es nennt sich Tiroler Graufiehalmochs. Kurz zur Erklärung, bei den meisten Rinderrassen werden die männlichen Kälber schon kurz nach der Geburt verkauft, an Mastställe, denn es lohnt sich für die Bauern einfach nicht, sie selber großzuziehen. Beim Graufieh ist das nicht der Fall. Die Stierkälber werden zu Ochsen gemacht und dürfen dann den Sommer auf der Alm verbringen.
So liefern sie besonders schmackhaftes Fleisch, das qualitativ hochwertig ist, und man weiß beim Genuss des Fleisches, dass das Tier ein schönes Leben gehabt hat. Seit ich mich mit dem Graufi beschäftige, fasziniert mich die große Variabilität in der Ausfärbung, die man bei dieser Rasse findet. Meistens sieht man in ein und derselben Herde sowohl hellere als auch dunklere Tiere und die Verteilung der verschiedenen Grautöne verläuft ebenfalls nicht immer gleich. Das scheint bei dieser Rasse irgendwie normal zu sein. Wenn man sich aber die Geschichte des Graufis näher ansieht, gibt es durchaus Begründungen, warum manche Tiere jetzt zum Beispiel besonders hell sein können oder andere ausgesprochen dunkel. Wie sehr sich die einzelnen Tiere voneinander unterscheiden können, wird jetzt deutlich. Diese beiden Kühe könnten genauso gut zu zwei verschiedenen Rassen gehören und tatsächlich handelte es sich auch beim Graufi ursprünglich um mehrere verschiedene Rassen bzw. Schläge. Es ist alles andere als ein Zufall, dass die verschiedenen Rassen, die man früher beim Graufi kannte, heute weitgehend als ausgestorben gelten müssen. Man hat sie absichtlich im Bestand des Tiroler Graufis aufgehen lassen, indem man ihre Zucht verbot. Im Oberinntaler Graufi sah man den idealen Typ des Graufis und beschloss darum im 20. Jahrhundert, dass alle Schläge sich diesem Typ anzupassen hätten. Besonders schade ist es wohl um den silberweißen Wipptaler Schlag, bei dem vieles dafür spricht, dass es sich eben nicht nur um einen Schlag, sondern wirklich um eine eigenständige Rasse handelt. Ich war im Wipptal unterwegs und konnte noch einige rassetypische Tiere der weißen Wipptaler antreffen. Am schönsten fand ich diese bildhübsche Kuh, die wohl schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Sie ist nahezu identisch mit der Kuh, die ich von einem historischen Gemälde kenne, das den alten Wipptaler Schlag zeigt. Es wäre höchste Zeit, dass man den Wert dieser alten Rasse erkennt und endlich damit beginnt, sie zu retten, denn sie ist seltener als der sibirische Tiger. Die bisherigen Rassen stammten alle aus der Schweiz, aus Österreich oder aus Norditalien. Jetzt kommen wir zu einer deutschen Rasse. Im bayerischen Alpenraum ist das schöne Murnau-Werdenfelser-Rind beheimatet. Das Murnau-Werdenfelser-Rind erlebte seine Blütezeit vor allem im 19. Jahrhundert, denn es war für seine außerordentlich starken Zugochsen bekannt. Früher waren ja die meisten Rinderrassen Dreinutzungsrassen, die neben der Milch und dem Fleisch eben auch für ihre Arbeitsleistung gezüchtet wurden. Als im 20. Jahrhundert Arbeitsrinder allmählich immer weniger gefragt waren, kam das Murnau-Werdenfelser-Rind arg in Bedrängnis und wurde von besseren Rassen in der Milchleistung verdrängt. Mit seinen schwarz-weißen Hörnern ist das Murnau-Werdenfelser-Rind geradezu malerisch schön. Genauso malerisch wie das Alpenvorland in Bayern, wo es beheimatet ist. Ich kannte die Rasse lange Zeit nur aus den beiden Zoos Alpenzoo Innsbruck und Tierpark Hellerbrunn. Weil ich die Murnau-Werdenfelser aber auch einmal außerhalb eines Geheges filmen wollte, in der Landwirtschaft, bin ich in ihrer Heimat gewesen und habe sie dort gesucht. Es hat den ganzen Tag geschüttet, aber ich wurde fündig und fand sowohl Tiere des roten als auch des dunkelbraunen Farbschlages. Irgendwie passt der Regen auch ganz gut zu der Rasse, denn das Murnau-Werdenfelser-Rind ist hervorragend an feuchte Bedingungen angepasst. Oft musste es in historischen Zeiten sogar auf relativ nassen Wiesen grasen, die kein besonders gutes Gras hervorbrachten. Andere Rinderrassen würden auf solchen Wiesen nicht nur halb verhungert daherkommen, sondern früher oder später auch Klauenprobleme bekommen. Bei reinrassigen Murnau-Werdenfelsern gibt es diese Problematik kaum,
denn sie konnten sich über Generationen hinweg an die Bedingungen ihrer Heimat anpassen. Ursprünglich waren die Murner Weidenfelser, wie bereits gesagt, drei Nutzungsrinder. Doch was die Milchleistung anbelangt, können sie mit den heutigen Milchrindern kaum noch Schritt halten. Ihre Zukunft wird wohl vor allem in der Mutter-Kuh-Haltung liegen. Wie viele alte Rassen ist auch beim Murner Weidenfelser Rind vor allem die Lebensleistung sehr beachtlich. Es ist durchaus möglich, dass eine Kuh mehr als 10 Kälber in ihrem Leben gebärt. In Bayern fängt man gerade erst wieder damit an, die Wertigkeit dieser alten Rasse zu schätzen. Neben dem hervorragenden Fleisch, das die Rasse liefert, ist eigentlich auch die Milch der Murner Weidenfelser höchst interessant, denn sie hat nicht nur einen hohen Fettgehalt, sondern eignet sich auch durch andere Bestandteile besonders gut zum Käsemachen. Vielleicht gibt es ja bald schon wieder eine spezielle Käsesorte, die nur aus der Milch der Murner Weidenfelser hergestellt wird. Mein Film über die seltenen Rinder des Alpenraumes neigt sich langsam dem Ende zu. Bevor ich fertig bin, möchte ich euch aber noch kurz eine kleine Geschichte erzählen, die euch vielleicht zum Nachdenken anregen soll. In einem Interview wurde ich vor kurzem gefragt: Robert, warum ist dir das mit den alten Rassen eigentlich so wichtig? Es ist doch eigentlich total egal, zu welcher Rasse ein Tier gehört, solange man das Tier einfach artgerecht hält. Ja, nun muss ich zugeben, wenn man sich jetzt nicht viel mit alten Nutztierrassen beschäftigt, dann scheint diese Frage durchaus gerechtfertigt. Alle Tiere sind gleich, genauso wie alle Menschen gleich sind. Doch das stimmt so nicht ganz. Das Problem mit den modernen Nutztieren ist, dass sie oft für eine artgerechte Landwirtschaft gar nicht mehr geeignet sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Almwirtschaft nehmen. Die alten Rassen wie das Graufi und das Duxzillertaler Rind fühlen sich auf der Alm so richtig wohl. Sie sind trittsicher und abgehärtet. Schlechtes Wetter kann ihnen nichts anhaben. Eine moderne Hochleistungsrasse wie das Brown Swiss oder das Holstein-Rind können dagegen auf der Alm richtige Probleme bekommen. Mit ihrem großen Euter können sie sich im steilen Gelände kaum noch bewegen. Auch deshalb, weil diese Rassen kaum noch Muskelmasse haben. Das gleiche gilt auch für andere Tiere, jetzt mal unabhängig von den Rindern. Stellt euch mal Geflügel vor. Beim Geflügel gibt es ganz viele Rassen, die auf einen enormen Fleischansatz gezüchtet würden. Zum Beispiel jetzt bei den Gänsen oder bei den Buten. Was nützt es einem Tier, das so schwer ist, dass es sich kaum noch bewegen kann, wenn es einen großen grünen Auslauf hat? Diese Tiere sind einfach zum Leiden gezüchtet und sind einfach nur noch furchtbar. Mir ist es total wichtig, dass in Zukunft immer mehr Leute sehen, dass die moderne Landwirtschaft mit ihrer übertriebenen Tierzucht einfach entschieden zu weit geht. Mittlerweile ist ein Punkt erreicht, wo man die Tiere einfach nicht mehr noch schlimmer verzüchten kann, denn das Leid ist jetzt schon viel zu groß. Die alten Rassen haben noch ein natürliches Verhalten, sind noch nicht so stark überzüchtet und können darum ein artgerechtes Leben auch viel besser genießen. Das ist der Grund, warum ich die alten Rassen so gerne mag, weil sie für mich in engem Zusammenhang mit einer artgerechten Tierhaltung stehen. Und die Hochleistungsrassen, bei denen sehe ich diesen Zusammenhang eben einfach nicht. Jene Rasse, die heute im Alpenraum am häufigsten anzutreffen ist und somit auch hauptverantwortlich für die Verdrängung der alten Rassen gemacht werden kann, ist wohl das Fleckvieh. Das Fleckvieh wird meistens in der Milchwirtschaft eingesetzt. Damit seine Milchleistung immer höher wird, hat man allerdings andere Rassen wie zum Beispiel Red Holstein eingekreuzt. Auch in der Fleischproduktion und in der Mutterkuhhaltung kommen Fleckviehkühe zum Einsatz, denn sie gelten als gute Muttertiere. Auch hierbei werden sie allerdings nicht reinrassig gezüchtet, sondern mit Fleischrassen wie Limousin oder den blauen Belgiern gekreuzt, wie jetzt zu sehen. Beim modernen Fleckvieh handelt es sich also nicht wirklich um eine alte Rasse. Aber woher kommt dann das Fleckvieh eigentlich? Die Ursprünge des Fleckviehs liegen in der Schweiz, und zwar im Simmental. Im Simmental
kannte man schon im Mittelalter gefleckte Rinder, die wegen ihrer guten Eigenschaften gefragt waren. Das sogenannte Simmentaler Fleckvieh war die Ausgangsrasse für das heutige moderne Fleckvieh. Leider muss auch das Simmentaler Fleckvieh heute zu den bedrohten Rassen gezählt werden. Es ist schon ein bisschen typisch für unsere schnelllebige Zeit, dass ausgerechnet jene Rasse in ihrem Ursprungstyp vom Aussterben bedroht ist, die heute so allgegenwärtig erscheint. Glücklicherweise hat man erkannt, dass die ursprünglichen Simmentaler Kühe im Aussterben begriffen sind und hat letztlich noch die Initiative ergriffen. In der Schweiz werden die besonders reinrassigen Tiere als sogenannte Edelweiß-Simmentaler bezeichnet und fast wie eine eigene Rasse gezüchtet. Während die farbigen Partien beim modernen Fleckvieh häufig mittelbraun bis rotbraun sind, können sie bei den ursprünglichen Tieren auch gelb bis semmelblond sein. Mir gefallen diese aufgehellten Tiere besonders gut. Die zweite Rasse, die heute überall präsent ist, ist das Holsteinrind. Holsteinrinder sind heute weltweit die wichtigste Milchrasse, aber auch sie sind in ihrer ursprünglichen Form stark vom Aussterben bedroht. Sie stammen vom schwarzbunten Niederungsrind aus Deutschland ab. Ursprüngliche Tiere des schwarzbunten Niederungsrindes findet man heute kaum noch. Übrigens ähnlich wie bei der Rasse Braunvieh wurde auch das schwarzbunte Niederungsrind erst in Amerika zu der ausgesprochenen Hochleistungsrasse gezüchtet, die sie heute darstellt. Aus dem Braunvieh wurde in Amerika Brown Swiss, aus dem schwarzbunten Niederungsrind die Rasse Holstein Friesian. Beide kamen wieder nach Europa zurück, wo sie ihre Ausgangsformen verdrängten. Die Holstein Friesian sind also das, was ich hier als Holstein bezeichne. Die Tiere, die ich hier gerade zeige, habe ich übrigens in England gefilmt. England kennt sehr viele ursprüngliche Rinderrassen. Auf den gesamten britischen Inseln findet sich eine ungewöhnliche Vielzahl an alten regionalen Rassen. Viele dieser Rassen sind heute stark vom Aussterben bedroht, genauso wie es den Rassen im Alpenraum geht. Sie wurden verdrängt von modernen Rassen. Das Holsteinrind regiert heute die Welt der Rinderzucht. Überall auf der Welt geht heute die ursprüngliche Rassevielfalt des Hausrindes verloren. Zum Abschluss möchte ich euch darum noch ein paar Bilder von Rindern aus anderen Teilen der Welt zeigen. Denn nicht nur im Alpenraum ist das große Sterben schon längst in vollem Gange.